Der 47. Spieltag wurde am Mittwochabend mit dem 3:1 Auswärtssieg der Hannover Scorpions bei den Kassel Huskies beendet. Am Dienstag gab es bereits folgende Ergebnisse: Frankfurt schlug Düsseldorf mit 4:2, Straubing gegen Iserlohn 2:1 nach Verlängerung, Krefeld gegen Berlin 5:4 nach Penalteschießen, klarer Sieg für Köln gegen Nürnberg mit 6:1, Hamburg schlug Ingolstadt mit 4:2 und den Grizzly Adams Wolfsburg waren mit 6:3 gegen Augsburg erfolgreich. Krefelds Trainer Rick Adorno war nach dem 5:4 Penaltysieg gegen Meister Berlin natürlich sichtlich zufrieden. I'm very, very pleased with the effort that the players put forth tonight. They paid attention to detail. They gave every ounce of energy that they had throughout the game. We were very short staffed, and it was real nice to be able to play some of the players that haven't been getting a lot of ice time, and they all did a real good job for us. We had a 2-0 lead, but again, a team against Berlin, or playing against Berlin, you make one mistake and they're going to score on you, and that's how we entered this game. Believing that we couldn't make any mistakes in order to have an opportunity to beat them. So they showed what type of team they are and why they have 98 points now, because we're up 2-0, then they're up 3-2, then they're up 4-3, and our team showed a lot of character. They showed character, they showed team poise, they showed what they can do. Again, things always don't go your way, but I'm very pleased for those gentlemen in there for the effort that they put forth tonight. And again, it keeps us battling for a playoff spot. So it's good for the team, it's good for the fans, it's good for the organization, and just hopefully we can carry this on Friday night. All right, thank you. Thank you very much, Rick Adorno. Ich fasse ganz kurz zusammen. Er ist wahnsinnig stolz darauf, was heute die Mannschaft vollbracht hat. Wir führen 2:0 und dann ist es wie immer wie gegen Berlin. Man kassiert natürlich bei jedem Fehler einen Gegentreffer. Insgesamt ist er hochzufrieden mit der Mannschaftsleistung und freut sich natürlich für die Fans, für die Peter Pinguine und natürlich für das ganze Umfeld. Trotz der Niederlage bleiben die Berliner auf Platz 1. Düsseldorf auf Platz 2 und Wolfsburg kann den dritten Platz festigen. Nürnberg, Ingolstadt und Hannover wären aktuell für die Playoffs direkt qualifiziert. Frankfurt, Köln, Augsburg und Mannheim zurzeit in den Pre-Playoffs. Iserlohn, Krefeld auf Platz 12 und Hamburg auch noch auf Platz 13 in Lauerstellung, während man wohl sagen muss, dass Straubing auf dem 14. Tabellenplatz und Kassel als Tabellenletzter nur noch theoretische Chancen haben auf die Pre-Playoffs. Bleibt noch der Spieler des Tages. Der Bürgermeister von Hohenschönhausen persönlich, sprich Sven Felski von den Eisbären Berlin, absolvierte in Krefeld nicht nur sein 800. DL-Spiel, er war auch trotz der Niederlage an allen 4 Berliner Toren beteiligt. Er ist verdientermaßen unser Spieler des Tages. Im All-Star-Team stürmt er neben dem Hannoveraner Chris Herperger und dem Frankfurter Josh Langfeld. In der Abwehr finden wir Mathieu Biron von den Hamburg Freezers und Christopher Fischer von den Grizzly Adams Wolfsburg. Im Tor steht der Frankfurter Ian Gordon. Bereits am Donnerstag wird der 48. Spieltag mit der Begegnung Ingolstadt gegen Mannheim eröffnet. Suchen Sie sich die Begegnung mit Ihrem Club heraus.